So, ihr Lieben, wir sind zurück. Nächster Part. Es geht weiter. Neuer bleibt. Eine erneute Wendung im Drama Neuer. Bayern will den Spieler nicht verkaufen. Ja, dann bleibt er halt, ne? Michu kommt. Konkurrenz für Junuzovic. So könnte es sein. Das erste Saisonspiel steht vor der Tür. Trainer hofft auf viele Siege. Ja, Saisonprognose ist Platz 5. Schlüsselspieler ist Sokratis. Ja, für Werder bla bla bla. Mannschaft. Nils Petersen. Kevin De Bruyne. Tribul könnte sich ja nah machen. Ja, von uns wird da nicht viel erwähnt. Fafan überrascht. So, Michu vorm Debüt. Oh, wir spielen Startelf. Jawohl. Nächste Partie, da mal ran. Haben uns also einen Namen gemacht, wa? Dürfen gegen Nürnberg in die Startelf. Und das ist jetzt hier die A11 von Werder Bremen. Der Wolf ist A-Keeper. War gar kein Militz mehr da die ganze Zeit, oder was ist da los? Okay. Han Petersen, Arnautovic, alle nur auf der Bank. Michu nur auf der Bank. Lukimia auf der Bank. Erfolg da auch immer noch da, ne? Also das mit den Laien, das haben sie da nicht hinbekommen. Da wissen sie wohl nicht, wie man das macht. Oh, wir lupfen uns hier mal ein zurecht. Tschuppala. Zack, getroffen. Und tschick. Nicht getroffen. So, also Bundesliga. Bremen gegen Nürnberg. Erster Spieltag. Alle Augen auf die Neuen gerichtet. Vor allem Chris Sotos, der soll hier für Furore sorgen in seinem allerersten Spiel. In seinem allerersten Pflichtspiel für Werder Bremen. Ja, auswärts in Nürnberg heißt es. Wird auch nicht so einfach. Sokratis ist der Kapitän der Mannschaft. Harald Flimmer ist der Fimmler ist der Schiedsrichter der Partie. Ja, hier die Aufstellung. Kiyotake. Ja, kennt man. Kennt man. Und jetzt darf man gespannt sein, wie es dann ausgeht. Da war das ja gar nicht so die B-Mannschaft, die da gespielt hat. So, Nürnberg mit zwei Defensiven, so wie es aussieht hier in der Totalen eben. Ja, mal sehen, wer hier der Favorit sein wird. So, Sokratis hier schon mal gleich den Spieler gestellt. Der Einwurf aber für Nürnberg. Huslek. Kann sich da erstmal nicht durchsetzen. Zweiter Versuch. Der Pass kommt durch zu Pinola. Der kann die Flanke schlagen und dann die erste gute Möglichkeit. Eieiei, S-Wein, ne? Die 10. Der war nicht schlecht. Die Möglichkeit. Ja, mit Wolf haben wir auch nicht unbedingt den besten Keeper da hinten drin. So, Kopfballduell zwar gewonnen. Aber viel Raum gibt es damit nicht. So, Zeko. Na, kommt hier nochmal der Pass? Ja, kommt. So, er muss ein bisschen tanzen, kann dann flanken. Und dann direkt Abnahme. Sehr optimistisch. Von Ignowski. Ignowski ist die 17, oder? Wahrscheinlich. So, weiter Abschlag. So, mal sehen, ob der Ball ankommt. Er kommt an, er kriegt ihn aber nicht angenommen. Schade. Das ist jetzt nicht mehr Brest, ne, der Gegner. Das ist jetzt Nürnberg. Schöner Pass, Schussmöglichkeit von De Bruyne. Mann, Mann, Mann. 10 ist Gebhardt übrigens. Kohlen, schöner Konter jetzt. Möglichkeit, jetzt rüberzulegen. Aber gerade noch vom Prödel verteidigt. Gibt natürlich Eckball. So, Ball rausgeschlagen. Gibt Einwurf.
Schön gesehen, Chandler jetzt, könnte flanken direkt. Nimmt nochmal ein, zwei Spieler mit. Flanke geht durch zu Huslek. Oh, und Wolf. Gerade so kommt er da noch ran. So, schön jetzt gespielt. Hier Junuzovic nimmt nochmal Zeko mit. In der Mitte im Moment keiner. Zotos läuft noch nach. So, De Bruyne. Ach Gott. Ach Gottchen. So ja nicht, ne? So, das war abseits verdächtig. Jawohl. Pfiff ertönt auch. Da bin ich ja beruhigt. Stand da guten Schritt drin. Na, verpassen sie alle. Abschlag von Schäfer. Junuzovic. De Bruyne. Kriegt den Pass zurück. Doppelpass. Und dann der Schuss abgeblockt. An die Wade. Die Deckball. So, Franz ein bisschen wegschieben. Bisschen Platz sich holen. Die Ecke ist ganz gut. Boah. Schlechtes Timing hier. Sokratis. Dann wird es ein bisschen eng. Wird es ein bisschen eng. Schussmöglichkeiten. Ach, Schuss. Boah. Eine Riesentat hier wieder von Schäfer. Wieder die Ecke. Nicht schlecht, Sokratis. Boah, fast der Ball wieder vor die Füße von Zotos. Bremen setzt sich jetzt ein bisschen fest im Strafraum. In der Hälfte von Nürnberg. Ja, kriegt den Ball gerade noch so durch. Dann blocken sie sich hier ein bisschen gegenseitig. Schon wieder. Flanke. Schäfer pflückt sich den Ball. Erstmal ein bisschen Ruhe wieder reinbringen ins Spiel. Den Ball mal wegbringen von der eigenen Hälfte. Und das wäre es jetzt. Kiyotake. Franz. Auf Huslek. Der könnte jetzt in die Mitte flanken. Ja, da verpassen erstmal Freund und Feind. Gebhardt. Kriegt die Flanke auch nicht rein. Boah, da wird Zotos geschickt. Ball ziemlich steil. Er setzt auch nach. Bei Gefahr war das jetzt nicht. Nicht unbedingt. Hört sich die Frage, wo geht's hin mit dem Bremer in die Saison? Platz 5 ist ein ambitioniertes Ziel. Flankenmöglichkeit. Ja, mit dem Torwart da hinten drin, da könnte es auch wirklich sehr, sehr spektakulär werden, ne? Was da so den Tabellenplatz angeht. Doch, jetzt Ballverlust. Zumindest gibt es noch den Einwurf. Der geht zurück an Papastathopoulos. Auch genannt Sokratis. Schade, die Drehung macht er nicht mehr mit, aber wie er danach setzt. Boah, geht da rauf wie ein Bekloppter. Er muss den Ball jetzt nochmal kriegen. Schussmöglichkeit, der kommt abgeblockt. Nachschuss, Chance. Ungenutzt. Eieiei. Ja, schon so ein kleines Kampfschwein. Bremen schon 8-mal versucht. Aber noch stehen sie da hinten. Ja, die haben ja auch im Gegensatz zu Bremen guten Torwart. Schussmöglichkeit wieder mal abgeblockt und der steht abseits. Ja, so ist es. Ja, ist immer mal wieder einer drin denn, ne? Ist immer mal wieder einer so ein Schuh dazwischen. Aber sind ja auch jetzt schon Stürmer mit Format. 77er Gesamtbewertung ist nicht so schlecht. Wobei wir natürlich auch jetzt so in echt natürlich, gehen wir mal von den Bewertungen weg, haben wir natürlich nur eine Drittligasaison in England vorzuweisen und 4 Testspiele, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Boah, schöner Pass. So, De Bruyne läuft wieder mal ein, kriegt den Pass oder sollte ihn zumindest kriegen. Schön verteidigt. Frage ist, kriegt man nochmal Druck aufgebaut? Da ist er wieder. Ah, nee.
Aber erstmal Halbzeit 0 zu 0. Nicht viel los hier. Möchte man meinen. Zweite Halbzeit naht. Keine Wechsel. Auf keiner Seite. Nürnberg versucht jetzt wieder ein bisschen besser reinzukommen. Pinola. Huschleck wieder Pinola. Könnte jetzt flanken. Der Argentinier. Flanke kommt nicht so schlecht. Boah. Der war nicht schlecht. So, Abschlag kurz ausgeführt. Mann, ist das eng hier, ne? Zwei Defensive plus Viererkette dann. Jetzt vielleicht mal. Jetzt ging es schön schnell. Schuss! Boah. Verzieht knapp. Er arbeitet noch so ein bisschen an seinem linken Fuß, ne? Kann ja eigentlich links wie rechts. Aber oft sieht man bei links dann auch mal, dass der Ball dann ja ins Nirvana geht. Ja, da bleibt der nächste liegen bei Bremen. Das ist Prödel, dafür wird wohl jetzt gleich Lukimia kommen. Passquote auch nur bei Zotos. Ja, Ball ist bei den Bremen. Fair Play hier von Frankfurt, von Nürnberg. So, da haben wir die nächste De Bruyne. Junuzovic. Jetzt vielleicht schnell einen Doppelpass mal spielen. Und dann der Schuss und er passt. Der Schuss, der passt, das gibt's ja nicht. Da rastet er ja vollkommen aus. Ja, Doppelpass, oh nö, nehme ich einen Schritt nach hinten, schieß einfach mal. Schuss wie ein Strich. Nicht zu halten. 1-0 für Werder. Durch den jungen Bengel. Durch Chris Zotos. Trocken mal abgeschlossen. Jetzt hilft der Schiedsrichter sogar mal mit. Na, kommt der Pass? Oh, er kommt noch. Flanke. De Bruyne springt da rein. Kriegt den Ball aber nicht. Zu ungefährlich, die Flanke. Kiyotake. Jetzt müsste sich ein bisschen Nürnberg aus seiner defensiven Ummantelung lösen. Und versuchen, so ein bisschen nach vorne zu spielen. Ja, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Schön nachgesetzte Bruyne gegen 3, gegen 4. Bleibt am Ball. Flanke! Boah. Schade. Aber ein bisschen Platz ist jetzt da. Ja, wenn man den dann so effektiv nutzt wie diesen eben, dann wird das nichts. Ganz klar. So. Jetzt vielleicht nochmal konzentrieren. Schön gespielt. Schöner Pass zu Franz. Franz ist durch. Muss abblocken. Jetzt wieder ein bisschen klein-klein da hinten. Schussmöglichkeit. Boah, es gibt Elfmeter. Nein, es gibt keinen Elfmeter. Boah. Gibt Freistoß in die Mauer. Und rausgekloppt das Leder. Und jetzt gibt es hier eine Kontermöglichkeit. Jetzt gibt es hier die Kontermöglichkeit. Da kommt er wohl nicht mehr mit. Schussmöglichkeit. Elia. Kopfball neben den Pfosten. Das gibt's doch nicht. Junuzovic hier zuerst. Schön gehalten von Schäfer. Und dann muss ihn die Elia doch machen. Ja, wir haben uns ein bisschen kaputt gelaufen. Unsere Bewertung hat es gleich richtig gekostet. Das war eine Riesenmöglichkeit hier. Gebhardt. So schön den Ball erobert, aber dann wieder sofort der Fehlpass. Junuzovic. Schön gespielt. De Bruyne. Sieht Elia und Elia. Nachschuss, Tor. Junuzovic mit dem 2-0.
für Werder. Uhuhu. Elia zuerst, zum ersten. Junuzovic zum ersten und dann zum zweiten verkauft. Bann gebrochen, 2-0 Werder, 74. Minute. Das sieht doch nach einem guten Saisonauftakt aus. Oh, jetzt bloß kein Fehler machen in Nürnberg. Er könnte teuer bestraft werden. So schön von De Bruyne den Ball erobert. Der war zu weit vorgelegt. Das Cohen. Gebhardt. Ja, jetzt aufpassen. Lukimia macht das gut. Ball erstmal geklärt und dann einfach nur rausgekloppt. Kein Risiko da hinten bei Bremen. So, Wechsel. Peckert muss runter. Ja, kommt jetzt Esswein vielleicht? Ja, jetzt kommt Esswein. Und bei uns kommt Aaron Hunt. Er ist nicht in die Startelf schafft. 7,1er Bewertung. Ja, ist nicht so dolle. Gibt wieder Freistoß für Nürnberg. Die hatten es natürlich jetzt eilig und dann so ein Freistoß. So, klasse Konter hier. Schön eingeleitet. Elia kriegt den Pass da nochmal rum. Boah. Ja, dann tun sie sich ein bisschen blöd. Stellen sich ein bisschen doof an. Da war mehr drin. Boah, schade. Ich dachte, er kommt durch. Immerhin hat er das Tor gemacht. Ist ja auch schon mal was wert. Und jetzt Kiyotake nochmal durch. Aber Sokratis, passt auf. Schön den Ball erobert. Bringt jetzt mit sehr defensiver Spielweise. Bei 2-0 Führung gar nicht so notwendig. So, Elia nochmal mit der Chance. Er wird abgelaufen. Holt sie nochmal eine Ecke. Nächster Wechsel. Kiyotake geht wohl. Mal sehen, wen sie dafür bringen. Polter. Und Michou kommt für De Bruyne. Der Neueinkauf. Torschussmöglichkeit direkt abgenommen. Abgezogen. Und da ist das 3-0. Aber da war vorhin Foul gepfiffen. Zu Recht auch. Haben wir den einfach mal komplett aus dem Weg gebuxiert. Ich glaube, Michou wird wohl keine großartigen Akzente mehr setzen können. Langer Abschlag. Und damit müsste es doch schon fast gewesen sein. Eigentlich. Aber es gibt nochmal vorhin dann die Möglichkeit auf Cohen. Nein. Das war's. 2-0 siegt Bremen also zum Auftakt auswärts. Durch die Tore von Zotos und Junuzovic in der zweiten Halbzeit. Boah, war schon verdient auf jeden Fall. Ja, Bewertung geht so. 6,9 jetzt nicht. Hat auch schon mal besser gehabt, ne? Aber reicht immer noch hier De Bruyne mit einer 8-0. Der ist noch ein bisschen besser. Hamburg gewinnt. Hoffenheim gewinnt. Prödel 4 Monate verletzt. Heieiei. So, erster Auftritt von Zicker. Ja, echtes Spektakel. Schlagzeilen ist CK. Ist auch ein Neuzugang. Ja, ein ganzes Spiel durch. Er war noch nicht so weit. Die Fans kamen obendrein auf das Vergnügen, Miku zu sehen. Ja, aber von Zotos wird hier nichts erwähnt. Schalke 04 stimmt Abschied zu. Ja, da kann man dann mal sehen, ne, was so los war. Dortmund hat wohl 4 Tore geschossen.
Ich sag mal, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part und bis dann alles Gute. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.